Servus Leute, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr die Seiko Cynthia entkalken könnt und eine eben Reinigung, damit es eben länger hält, die Maschine. Wenn ihr nach links geht, geht ihr ins Menü. Mit dem Pfeil könnt ihr hier einiges einstellen, wann sie sich ausschalten soll, Display, Intensität, wie hart das Wasser ist, Filter ein und aus, und hier könnt ihr auf Start drücken und das ist das Entkalkungsprogramm. Doch bevor wir das tun, ist wichtig, dass ihr diese Klappe öffnet, diese Brückgruppe rausnimmt, sie etwas abspülen. Ich meine, die Maschine sieht jetzt extrem sauber aus, weil ich sie erst gestern gereinigt habe komplett, aber eure wird wahrscheinlich etwas schmutzig aussehen. Hier mit einem 10er Torx diese zwei Schrauben öffnen. Es ist nämlich wichtig, wenigstens einmal im Jahr das zu öffnen und das Sieb sich anzusehen. Denn das ist einer der Hauptgründe, warum dann der Kaffee irgendwann nicht mehr fließt. Hier ist dann diese Feder, eine Kugel. Auf jeden Fall haben wir hier so Naseln, beidseitig drücken, nach unten, auf der anderen Seite genau dasselbe, nochmal drücken und dann kommt das Ganze raus. Hier haben wir die Feder mit der Kugel, das reguliert, wie viel Druck das Wasser haben muss, bevor dann das Wasser hier, also der Kaffee hier hochfließen kann. Und dieses Sieb hier, wie gesagt, ist hier komplett braun, die Löcher sind zu und dann fließt einfach der Kaffee nicht. Und dadurch, dass da der Kaffee nicht fließt, so kann es nämlich aussehen, so schwarz. Das funktioniert mit Tanklorix eigentlich sehr gut, das löst Fette sehr leicht. 10 Minuten in dieser Lösung und dann ist das Ganze ziemlich schnell wieder sauber. Da im rechten ist gerade Durgol drin, Entkalkungsmittel. Und so tue ich halt diese Sachen speziell halt reinigen. Nach ein paar Minuten sieht das Ganze dann so aus. Und dadurch, dass da der Kaffee nicht fließt, kann auch andere Schäden hervorrufen, dass da irgendein Schlauch platzt, irgendeine Verbindung oder irgendein Plastik reißt. Und das muss eben nicht sein, deswegen schaut nach, ob das sauber ist. Bei meinem Bauen, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das Ganze war, einfach das anlegen. Wenn das Stück hier parallel steht, dann ist das Ganze so einzubauen Richtung Maschine. Wenn ihr das verkehrt einbaut, steht das Ganze einfach nur irgendwie, passt nicht einmal in den Löchern rein. Okay. So wird das Ganze eingebaut. Da fahren wir wieder da hoch. Kugel, Feder rein. Die Feder sollte ein paar Millimeter rausschauen, dann ist der Druck ungefähr richtig und wieder anschrauben. So, wenn das alles angeschraubt ist, baut ihr die Brückgruppe ein, alles neu zu und start. Dann folgt einfach den Anweisungen. Dieses Teil herausnehmen, das ist Wasser, das mit Durgol auffüllen bis oben, Durgol kann halb angewendet werden, also Hälfte Wasser, Hälfte Durgol,
Benutzt bitte nach Möglichkeit wirklich Flüssigentkalker und nicht diese Tabletten, da die Tabletten, wenn sie nicht komplett aufgelöst werden, verstopfen sie dann das System. Dann drücken wir auf OK. Irgendwas drunter. Und dann lassen wir jetzt die Maschine mal ihre Arbeit tun. So, jetzt steht Wasser aus. Frisches Wasser nachfüllen im Tank. Das ausleeren. Da ist einiges an Schmutz mitgegangen. Bin mir nicht sicher, wie das sein wird. Den Tank nach Möglichkeit, solange dieses Do-Gold drin ist, mit einer Zahnbürste überall einlassen, damit dann auch die ganzen Kalkränder verschwinden, innen und außen am besten, damit ihr eben euer Tank immer so aussieht. Das bekommt ihr mit dem Schwamm nicht hin, sonst macht ihr euch da Kratzer in Plastik. Am besten mit einer Zahnbürste, dann bekommt ihr das alles mit dem Do-Gold schön rein. So, klares Wasser wieder, bis oben vollfüllen, Wassertank natürlich ordentlich ausspülen. Und wieder was drunter stellen. Und jetzt spült sie sich einmal den ganzen Do-Gold. Einmal spült sie den ganzen Do-Gold aus. So, jetzt ist wieder der Wassertank leer. Das einmal ausleeren. Wasser wieder anfüllen. Und anstecken. Und macht sie weiter. Jetzt kommt das Wasser durch die Brühgruppe wieder. Ihr könnt den Durchgang auch jederzeit gut stoppen. Das Ganze rausnehmen. Weil ihr seht, der untere Behälter ist schon voll mit Wasser. Den müssen wir auch noch ausleeren. Sonst geht euch die Maschine irgendwann über. Am besten nach jedem Durchgang einmal das ausleeren. Jetzt ist es wieder leer. Und Start. Der Wassertank ist schon wieder leer. Ich meine, es ist schon. Sie hat einen kleinen Wassertank. Jetzt ist das schon mittlerweile das dritte Füllen mit klarem Wasser. Ende. Okay, das war's. Gut. Also zwei volle Tanks. Der dritte ist einfach nur, damit dann das Ende sagt. Jetzt teilt sie auf und ich denke, wir sind dann fertig. Sie läuft. Jetzt einfach den Knopf wieder zurückdrehen zur Mitte. Wie viel kommt? Das ist schon mal gut. Gut, hoffe, das Video hilft euch und ja, bis zum nächsten Mal. Baba.